Es freut mich, Ihnen Mein Schatz, mein Hort, eine Lithografie zum Weihnachtsoratorium von Johannes Sebastian Bach aus dem Jahre 1985 von Johannes Heiseck vorstellen zu dürfen. Ein gequälter Schatz. Johannes Heiseck stellt sich der künstlerischen Herausforderung, das Weihnachtsoratorium von Johannes Sebastian Bach bildlich zu interpretieren. Die wohl berühmteste geistliche Komposition Bachs wurde erstmals zur Weihnachtszeit 1734-35 parallel in der Nikolaikirche und der Thomaskirche in Johannes Heisecks Geburtsstadt Leipzig aufgeführt. Heiseck wählt hier die dritte Zeile aus der Arie des für das Epiphaniasfest vorgesehenen sechsten und letzten Teils des Oratoriums. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Die 62. Strophe, in der die Zeile enthalten ist, lautet: Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Ich mögt euch noch so grimmig stellen, droht nur mich ganz und gar zu fällen, doch seht, mein Heiland wohnet hier. Eine große ausschreitende Gestalt mit ausgestrecktem Arm legt seine Hand auf das Haupt einer weiteren einzig zu erahnenden Gestalt, die bewegungslos dasteht und deren Beine das Bild überschneiden. Neben dem Gegensatz von Bewegung und Bewegungslosigkeit wird die Bildspannung durch einen Hell-Dunkel-Kontrast gesteigert. Die dunkle ausschreitende Gestalt scheint fast gewaltsam in die helle Gestalt hineinzuschreiten und ihr dabei mit der Hand die Augen zuzuhalten und mit dem Fuß ins Geschlecht zu treten, sodass die helle Gestalt den Mund zum Schrei geöffnet hat. Mein Schatz, mein Hort wird hier beinahe vergewaltigt, anstatt ihn als solches zu würdigen, womit Heiseck die Passion, die Christus durch uns alle erleidet, mit ins Weihnachtsoratorium hineinträgt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Ihnen dieses Kunstwerk näherbringen können.